Ach so, gleiches Video, bessere Quali. Ja, warte mal. Gucken wir. Ah ja, Tatsache. Jungs, macht eure Telefone aus. Ah, gucken wir uns das natürlich an. Nebeneinander, in einer Reihe. Jack, du gehst nach vorne. Oh, warte mal. Dann können wir uns ja noch mal, dann können wir uns ja noch mal angucken, wie der Jack was vor die Mütze kriegt. Hat mir am besten gefallen bisher. Ja, der Typ, ja, ich kommt am Ende raus, ne, mit der Kutte, dass das umsonst war. Ja, aber manchmal passiert das halt, ne? Präsident. Ich bin der Präsident und kein Trottel, ja? Kein Kuh bei euch, aber. Was? Wie er einfach schon weiß, dass er ihm gleich auf die Fresse hauen soll. Er wartet nur auf den Augenblick. Das heißt no contact. Kein Kontakt. Und was machst du? Mit wem? Das reicht. Ganz ruhig, Jungs. Hey. Direkt wieder. Klatsch. Mal mit der Ruhe. Ich will mich einfach ganz normal unterhalten. Beruhigt euch. Naja, Bimko, das kannst du so oder so sehen. Weil manchmal ist es auch kein Test. Manchmal nehmen sie dir die Kutte ab und du fliegst dann komplett raus. So. Ja, Jungs, beruhigt euch und lasst den Präsidenten zu Wort kommen. Kein Kontakt bedeutet kein Kontakt. Also wenn dich jemand nach Informationen fragt, hast du sie nicht weiterzugeben. Habe ich mich klar genug ausgedrückt oder nicht? Nein, ich habe nur... Ich diskutiere nicht mit dir. Sind wir ein Kindergarten? Nein, Präsident. Dass er überhaupt versucht, sich zu erklären. Das ist so klar, dass er in der Situation gar nicht sich erklären kann. Er ist der Road Captain übrigens. Sehe ich hier. Nein? Bei Satudara wird nicht gelogen. Zieht ihm die Kutte aus. Raus. Ja, er soll den Club belogen haben, ne? Und dann meckern die Leute bei mir wegen der 50-Euro-Geschichte. Da seht ihr mal, wie das bei Satudara abgeht. So, und das ist ja das, was ich erklärt habe. Das war der Road Captain, ne? Das war einer vom Vorstand. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist hier bei Satudara und irgendein Prospect fragt hier den Presi jetzt hier. Von wegen, ey Presi, hast du mal einen Fuffi für mich? Ey, sowas gibt's nicht. Actie tegen drugscriminaliteit. Zeugenschutz ist so eine Sache. Ihr wisst, ich rede nur über Sachen, von denen ich auch was weiß oder wo ich Ahnung von habe. Wie gut Zeugenschutz funktioniert oder nicht funktioniert, da kann ich leider nichts zu sagen. Weil da habe ich echt keine Ahnung von. Drie van de mannen zijn lid van Motorclub Satudara. Met 500 agenten deed de politie invallen. Hierbij zijn drugsmotoren, tienduizenden euro's en een raketwerper in beslag genomen. Satudara, dieses Maluku, das ist auch ganz so eine Insel gewesen, ne, wenn ich mich recht erinnere. 2,5 Jahre Untersuchungshaft. 2,5 Jahre. Was passiert da drin? Sonst nur Mördern und Doppelmörder. 2,5 Jahre, Mann. Hey, lass mich mal hören. Lang ist's her. Bei denen also auch Harley-Pflicht, wie man sieht.
Da ist nichts mit, keine Ahnung, irgendwelchen Reisschüsseln. Von der Inselgruppe der Molukken. Ah, genau. Jetzt sehen sie es. Satudara ist ein internationaler Motorradclub, gegründet von Nachkommen indonesischer Einwanderer, genauer gesagt von der Inselgruppe der Molukken. Indonesien, ah okay, indonesische Inselgruppe. Ja, ich wusste, da war irgendwas. Ehemalige niederländische Kolonie. Satudara MC hat mehr als 80 Ortsgruppen in 18 Ländern. Ola, Angelo und Xantera sind die neue Generation. Bald werden sie die Anführer von Satudara sein. Ja, bei denen ist das ja so krass traditionell auch, ne? Die haben so komische Rituale auch. So irgendwelche Inselrituale, die sie hier machen. So ein bisschen erinnert das so ein bisschen an die neuseeländischen Rituale von diesen Tribes aus Neuseeland, wisst ihr, wie wo The Rock auch herkommt und so ursprünglich. Schau hier. Maori, dankeschön. Kalisto regelt. Was bedeutet Satudara eigentlich? Satudara bedeutet ein Blut. Satu ist eins und Dara Blut. Okay. Und warum lässt du dir das tätowieren? Ich werde zum Kapikane ernannt. Das ist der zweithöchste Rang im Club. Meine Vorfahren waren auch tätowiert. Im 17. Jahrhundert kamen die Niederländer und verboten es. Tätowierte Menschen wurden als Abschaum betrachtet. Lustig, dass du jetzt ausgerechnet von einem Niederländer tätowierst. Scarface, Bro, da musst du zu Max Cameo gehen. Tätowiert wirst. Und eins für mich, bitte. Und das Neueste? Das hier. Das sind die fünf Gründer von Satudara. Ich bekomme bald einen der höchsten Titel verliehen. Widme ihnen dieses Tattoo, um ihnen Respekt zu zollen. Überleg mal, das ist einer der zweitkrasseste Typ in dem ganzen Satudara im Szene. Und die Leute sagen immer, von wegen, ja, alles alte Männer, dicke Bäuche, ne, bei Banditos oder so. Und Hells Angels, krasse Typen. Habt ihr die Figur und die Statur von dem hier gesehen? Hallo Papa, geht's dir gut? Der hat keine dicken Arme, Alter. Ist aber trotzdem nicht schnell. Ich wollte dir erzählen, dass ich heute Abend zum Kapikan ernannt werde. Also bitte pass auf mich und die anderen auf, Papa. Mein Bruder und mein Cousin weinten, aber ich sagte ihnen, sie sollten aufhören. So wurden wir gedrillt. Satudara Nomad National. Oh lala, keine Ahnung, was der andere Scheiß heißt. Er hat uns hart angepackt. Er konnte einen aber auch wahnsinnig gut ignorieren. Manchmal sprach er eine Woche lang nicht mit mir. Weißt du, wie schlimm das ist? Wenn ich etwas machte, was ihm nicht passte, ignorierte er mich eine Woche lang. Bis ich dachte, was soll die Scheiße? Ich mache das Gleiche mit den Jungs von Satudara. Ich ignoriere sie. Wenn jemand nicht hören will, wird er bestraft. Psychisch, physisch oder beides. Psychisch of lichamelijk, allebei. Allebei. Psychisch, physisch oder allebei. Die Sprache ist echt nice, ne? AK-47,
Kalisto, die Frage ist ja wohl ein bisschen selbsterklärend, oder? Also die hast du dir doch bei der Fragestellung hast du dir die doch schon beantwortet. Ja, die Doku mit denen, wo die Banditos zu den Satudara gehen, das will ich mir auch nochmal gleich angucken. Ey, da habe ich mich ein bisschen, was soll ich sagen? Also, da waren die Banditos ein bisschen zu nett, fand ich, den Satudara gegenüber. Barend wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen. Er gehört zur Satudara-Untergruppe Trailer Trash. Barend, ein Schritt zurück. Junge, du wurdest uns völlig unverschuldet entrissen. Und ich bin froh, dass du wieder da bist. Deshalb feiern wir heute Abend eine kleine Party. Präsident Malessi beehrt uns mit seiner Anwesenheit und möchte ein paar Worte sagen. Alter, der Typ, der sieht auch aus, ne? Mit seiner Mütze und den gezupften Augenbrauen und so. Und so seinen komischen Brilli-Ohrring, Alter. Hier, Präsident. Ich, Präsident Malessi, möchte kurz etwas sagen. Aber guck mal, die Präsidenten irgendwie hier in Holland sind doch alles Indonesen, ne? Zumindest sehen die, also das ist safe ein Indonese. Ich bin froh, dass du wieder bei uns bist. Ganz egal, wer oder was du bist, wir sind Brüder fürs Leben. Willkommen zurück, Barend. Scheiße. Muss ich an die Familie denken. Das habt ihr nicht gesehen. Ich will ganz in Ruhe Zeit mit meinen Kindern verbringen. Übrigens, so ist in Deutschland auch jede Party, ne? Und das Familienleben in vollen Zügen genießen. Ich kann dir erklären, was es bedeutet. Das sind 9 Federn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das bedeutet... Das sind die 9 Betrüger. Begründer, nicht Betrüger. Begründer. Erinnert mich dran, den Scheiß gleich zu löschen. Also am Ende des Streams, dass ich den Stream lösche. Und Trailer Trash ist ein Schimpfwort. Auf Amerikanisch. Das ist ein Schimpfwort für Leute, die in Wohnwagen wohnen. Das sind quasi Dings, ne? Trailer Trash. Ich glaube, geht es da nicht um die Gypsies, um die amerikanischen Zigeuner und so? Aber wir sind so stolz darauf, dass wir uns diesen Namen ausgesucht haben. Der schwarze Kopf hier steht für die schwarzen Brüder und der weiße Kopf für die weißen Brüder. Und oben drüber? Satudara. Was bedeutet das? Das bedeutet... Ein Blut. Ein Blut. Und wie viele Buchstaben hat es? 9 Buchstaben. Entschuldigung, das ist der Club. Ich muss mal eben nachsehen. Könnte wichtig sein. Ey, da guckst du nichts ahnt, ey. Woher willst du das wissen, dass das da kommt? Weißt du? Kannst ja nicht vorher jedes Video da begutachten. Du bist mit dem Auto weggefahren? Ja. Hier stand das Auto. Da will man eigene Marktanteile durchsetzen. Ah, hier sind wir wieder in Duisburg. Scheiße, was ist hier los? Hier, kommt zu unserem Schutz. Ja, okay, wir haben jetzt verstanden, was Trailer Trash heißt. Ihr braucht es nicht noch weiter reinschreiben. Die brauchen wir hier. Was ist das? Eine kugelsichere Weste. Hier kann man nie wissen. Alles gut? Alles gut. Du weißt Bescheid wegen der Kamera. Okay. Gut. Also bei anderen Motorradclubs ist es nicht üblich, du spielst schlecht, dass man 10.000 bis 20.000 bezahlen muss, um aus dem Club zu kommen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das bei Satudara ist, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Ausstieg so teuer ist. Wie gesagt, in anderen Clubs kostet das teilweise gar nichts. Je nach Situation. Es ist alles vorbereitet, aber wir müssen den richtigen Zeitpunkt abwarten. Jetzt ist es zu... Du weißt schon. Das ist der Duisburger Clubraum.
Das ist der Duisburger Präsident, Ali. Ein guter Mann. Ein gutes Mann. Klar, es gibt die Banditos in den Niederlanden, ne? Sergeant at Arms, Christian. Christian. Wie, Moment mal. Wenn man auf Twitch Frauenfüße zeigt, dann wird man gebannt, Alter? Ist das euer Ernst? Diese Jungs befinden sich im Kriegsgebiet und stehen ihren Mann. Die Jungs stehen, was wir stehen. Siehst du? Überall Polizei. Das ist echt ein Geheimtje, man. Kein Scherz. Die stehen hier Tag und Nacht. Das ist nicht normal. Sie haben Angst, dass es hier jeden Moment knallt. Toll. Kann ich meinem Fußfetisch gar nicht mehr nachgehen. Was soll denn der Scheiß? Es war nur Spaß. Ja, hier ist wohl ein Auto vorbeigefahren. Der hat dann fünfmal geschossen. Und Querschläge am Zaun. Und dann die Schaufenster vom Bistro und die Wand oben. Und das ist unser Clubhaus. So. Das haben sie nicht getroffen. Du musst mir einen Tag sagen, dann komme ich. Ja, sofort, weil die Adresse von uns ist. Ja, hab ich mal. Ah ja, Twitch ist ja komisch, Alter. Ganz ehrlich, die machen auch Frauen irgendwie so Bodypainting. Die kleben sich nur die Nippel ab und machen Bodypainting und das ist erlaubt, weißt du? Aber Ali, es ist gerade so viel Polizei an der Grenze. Aber wenn du sagst, morgen oder Donnerstag, musst du mir nur sagen, wie spät. Kein Problem, du musst nur sagen, Donnerstag ist dann. Wie heißt du? Misha. Misha. Misha, setz dich. Ach, sollen die Leute doch Memes machen, Alter? Da hast du Dingens, sag mal schnell. Kriegst du auch Reichweite und Aufmerksamkeit durch. Wir möchten dir ein paar Fragen stellen. Ja, soll ich auch mal Bodypainting machen? Ich habe gehört, das kommt gut an. Wir haben gehört, dass du deine Arbeit nicht anständig machst. Dass du faul bist und die Malerarbeiten schleifen lässt. Dass du so tust, als ob nichts wäre, aber deinen Pflichten nicht nachkommst. Was sagst du dazu? Guck nicht so dumm! Halt! Das ist übrigens auch gängige Praxis, ne? Wenn ein Prospect aufgepatcht wird, ab und zu werden ja mal Prospects gerufen, ne? Wenn die Scheiße gebaut haben. Und wenn die aufgepatcht werden sollen, dann macht man das in der Regel auch so, dass man die ruft. Und dass man die voll zur Sau macht, dass irgendjemand, dass die gelogen haben, dass man gesehen hat, dass sie mit der Polizei gearbeitet haben. Irgendeine Scheiße saugt man sich aus den Fingern. Eine, die am besten gerade zur Situation passt. Und macht die dann da voll nieder und fertig. Und dann gucken die halt und dann kriegen die halt ihren Patch, so, weißt du? So, dann löst man das hinterher auf, dass man nur Spaß gemacht hat. Ich glaube, er wird jetzt auch gleich aufgepatcht. Wartet, ich mach das mal eben aus. Schau mich nicht so an. Es liegt an dir, wie du hier wieder rauskommst. Lachst du immer noch? Nein. Wisch dir das dämliche Grinsen aus dem Gesicht. Wenn du noch einmal grinst, hast du ein Problem. Hör gut zu, was er zu sagen hat. Was sagst du dazu? Ich sehe das anders. Genau, Rocker-Pranks. So sieht's aus. Ist das anders? Lass hören. Ich finde, ich... Rede wie ein Mann, Misha. Lauter, damit wir dich verstehen. Ich finde, ich habe mein Bestes gegeben. Inwiefern? Mit dem Malen, dem Bereitschaftsdienst, dem Umzug. Wenn du mich rufst oder der Präsident, bin ich da. Du bist also für mich da. Und für den Präsidenten. Ja, auch um 3-4 Uhr nachts. Ihr Schweine! Danke.
Da hat er sich. Da hat er sich sein Patch verdient. Ja? Hat dafür gearbeitet, gemacht, getan. Und ja. Zum Dank wird er verarscht und kriegt sein Patch. Der Junge hat gerade seinen zweiten Patch bekommen, weil er Einsatz für Satudara. Wenn man angebrüllt wird wie der, aber Eier hat und brüllt zurück, bekommt er dann eine Strafe? Nö. Nö. So ist das nicht. Gezeigt hat. Trage mit Ehre und Gewissen. Viel Erfolg. Nico, komm nach vorne. Wir überreichen dir heute Abend einen One-Percenter-Patch. Euer Vizepräsident wird euch sagen, warum. Nico, herzlichen Glückwunsch. Wie ihr alle wisst, ist der One-Percenter ein ganz besonderes Abzeichen in unserem Club. Nico hat etwas ganz Besonderes getan. Einen aggressiven Akt. Er hat ein Problem mit Gewalt gelöst, in meiner Gegenwart. Dafür bekommt er den One-Percenter-Patch. Trage ihn mit Ehre und Gewissen. Herzlichen Glückwunsch. Ah, krass. Die verteilen den One-Percenter-Patch noch bevor er seinen Full-Color hat. Das ist auch komisch. Funktioniert in anderen Clubs auch anders. Der hatte ja gar nichts auf dem Rücken. Der ist quasi Prospect oder sowas und hat einen One-Percenter-Patch bekommen. Komisch. Normalerweise, also in anderen Clubs funktioniert's anders mit dem Patchen. Aber so ist halt jeder Club eigen, ne? Was das angeht. Das ist das, was Spaß macht. Mit den Jungs durch die Gegend fahren, Party machen. Haben Sie mal eine Minute? Sind Sie fertig? Im Prinzip schon. Sind alle weg? Ja. Und die Staatsanwältin? Ja, die auch. Okay, schön. Und hier kommt das Band. FSMN? Warst du mal in einem Club? Ja. Ich war 4-5 Jahre bei den Banditos und bei den United Tribunes. Siehst du? Schau mal, ob das aufgeht. Kijk of hij omhoog is. Nee? Nee. Nee. Hij is dicht. Sie müssen das Schloss ausgetauscht haben. Guck mal, das mit den Drogen, das ist auch von Chapter zu Chapter unterschiedlich, ne? Also, in den meisten Clubs ist es so, dass Drogen nicht wirklich toleriert werden, ne? Ich rede auch von Eigenkonsum. Was geduldet wird, ist auf Partys sich mal eine Nase ziehen, Alkohol und Gras. So. Was überhaupt nicht geduldet wird, ist alles, was härter ist. Ne? Also man will keine Pep-Junkies, man will keine Hero-Junkies oder sonst wie was. Wenn man sich auf einer Party mal irgendwie ein bisschen Schnee gibt oder einen raucht oder so, dann sagt da keiner was. Als Prospect oder so ist es aber natürlich verboten, ne? Als Prospect hast du immer nüchtern zu sein. Du darfst als Prospect auch keinen Alkohol trinken, normalerweise. So, ab und zu nach den Meetings, am Ende vom Meeting oder so. Und wenn dir der Fullmember sagt oder dir was anbietet, wenn dir ein Fullmember was anbietet, oder du auf einer Party bist, ne, und ein Fullmember bietet dir was an,
dann darfst du trinken, ne? Aber ansonsten darfst du als Prospekt keinen Alkohol trinken, auf Partys und so. Andere sloot ingedaan, denk ik. Ganz schön stabil. Das wird nichts. Wir müssen sie aufkriegen. Tretet auch auf dieser Seite. Weiter. Krass, Alter. Fliegt dem Kollegen fast ein Axtball da vor. Was war das denn für ein Move, ey? Warte mal, Mann. Der Axtkopf fliegt einfach durch die Gegend. Trojanische Pferd. Na siehst du, dann läuft's ja doch, ey. Mit einem Rambock. Die gute alte Rambock-Taktik, Junge. Einfach eine Runde Braveheart gucken, weißt du, dann läuft das. Nee, Schnee ist auch keine harmlose Droge, natürlich nicht, aber ist halt, ich sag mal so, in den Kreisen gängige Partydroge, die halt noch toleriert wird. Aber auch da alles im Maß, ne? Also keiner will einen Junkie im Club haben. Junkies fliegen. Wer seinen Konsum nicht im Griff hat, der fliegt. Wahrscheinlich haben sie Kameras und Abhörgeräte. Aber ey, gerade in Amerika und so, ne? Da ist das anders mit dem Gras. In Amerika ist ja auch ein Gras in vielerorts erlaubt. Genauso wie es in Holland vielerorts erlaubt ist. Gras, also mal ein Kiffen, Joint rauchen, gehört einfach dazu. So, bei denen. Das ist Standard. So, da kifft nicht jeder von denen wie so ein Irrer, ne? Aber dass sie auf einer Party oder sich mal abends mal einen Joint gönnen oder so, das ist was völlig Normales. Das ist wie wenn sich ein Handwerker hier ein Feierabendbier gönnt. Geräte installiert. Was bedeutet die 13 bei Rockern? Steht für den 13. Buchstaben im Alphabet. M. Das steht auch meistens für Marihuana. Vier Motorräder. Oder halt vom Motorrad, ne? Aber eigentlich vom Marihuana. Wer die 13 als Patch auf der Kutte hat, das ist so der internationale Code für ihr Bruder. Mir kannst du den Joint auch in die Hand geben, wenn man in der Runde einen raucht. Zigaretten, Kippe 1, Kippe 2, Kippe 3, Kippe 4, Kippe 5, Kippe 6, Kippe 7, Kippe 8, Kippe 9, Kippe 10, Kippe 11, Kippe 12, Kippe 13. Wozu die ganzen Kippen? Für die DNA-Analyse. Ja, das ist für DNA. Ein blutverschmiertes Taschentuch. Ein Stück Kaugummi. Nichts, keine Drogen, keine Waffen, gar nichts. Aber sie haben es ganz ordentlich. Also meine aktuellen Nachbarn wissen das nicht, weil ich neu umgezogen bin. Aber, ja, was soll ich sagen? Ist jetzt nicht so, dass ich in meiner Nachbarschaft unbeliebt gewesen wäre. Ich bin ja ein sympathisches Kerlchen, ne? Immer nett und hilfsbereit. Also. Ordentlich hinterlassen. Es gibt marokkanische Rocker. Klar gibt es. Es gibt Rocker in Arabien. Es gab sogar, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab einen Bandito-Chapter in Dubai oder Saudi-Arabien oder so. Die waren da auch alle voll rich as fuck. Es gibt auch einen Supporter-Club hier, Skulls of Sahara oder so. Meine Mutter ist 83. Und hat 16 Kinder. 16 Kinder. Boah, Junge, Alter. 16 Geschwister. Das ist ja eine richtige Gebärmaschine, die Frau. Und dann ist sie so zierlich.
Ich habe 5 Brüder und 10 Schwestern. Ich bin der Jüngste. Sie macht sich immer Sorgen um mich. Willst du mein Tattoo sehen? Ich habe ein neues Tattoo. Das sind die Namen der Bosse. Und eins auf dem Rücken. Zeig seiner uralten Mutter, Alter, die um ihn besorgt ist. Und jetzt muss sie auch noch weinen wegen ihm. Alter, ey, was ein Vollidiot, Junge. Lass doch deine Mutter da raus. Papa ist nicht mehr bei uns. Walla Adem, genau dasselbe habe ich mir auch gerade gedacht. Er ist nicht hier. Papa ist Finger. Und sagt er, hier sind die Namen der Bosse. Warum hast du da nicht die Namen deiner Eltern tätowiert? Ich werde ihm bald in den Himmel folgen und ihn bitten, auf dich aufzupassen. Nur weil du ihn nicht siehst, darfst du ihn nicht vergessen. Er passt immer auf dich auf. Mach dir nicht so viele Sorgen um mich. Aber manchmal musst du deine Mama anrufen. Das erfreut ihr Herz. Young Beer, wir haben gerade eben davon gesprochen, Alter. Vor 5 Minuten oder so haben wir darüber gesprochen. Ja. Pass gut auf dich auf. Sorg dafür, dass dir niemand etwas anhaben kann. Mama betet jeden Abend für dich. Papa hat mir genügend Ratschläge mitgegeben. Na, also, clubintern funktioniert Satudara schon anders als Hells Angels oder Banditos. Mit ihren Patches und Ritualen und keine Ahnung was. Wie gesagt, die haben so komische Insel-Rituale da noch. Das sieht man vielleicht gleich noch. Sowas gibt's bei Banditos und Hells Angels nicht. Die haben da so komische Stammesritualmäßig so. Aber ansonsten von der Größe her und von dem, was die Jungs so auf der Straße machen, kann man die natürlich vergleichen, ne? Hey, es gibt auch durchgedrehte in Deutschland, es gibt auch durchgedrehte in anderen Ländern. Also ist jetzt nicht so, als wäre Satudara besonders freakig oder so, ne? Es gibt überall Psychos. Mehr dienen kann, muss ich den Kontakt abbrechen und nie wieder ein Wort über Satudara verlieren. Ah, hier. Und durch meinen Körper fliegen. Die lesen hier Rules von Satudara vor. Das wird es woanders nicht geben, zum Beispiel. Woanders ist es verboten, die Rules öffentlich zu machen. Deswegen habe ich auch noch nie über Club Rules gesprochen. Also klar, es gibt so ein paar Club Rules, die sind mittlerweile ja bekannt geworden, aber generell spricht man nicht darüber. Jungs, Jungs, ich werde das jetzt einmal für die ganze Gruppe vorlesen. Den eingerahmten Teil da unten lest ihr dann laut vor. Gent. Alles klar? Peace. Dann mal los. Indem ich dieses Blut trinke und durch meinen Körper fließen lasse, schwöre ich den Brüdern von Satudara die Treue. Bereit für die Bruderschaft Berge zu versetzen, verpflichte ich mich, alles zu tun, was Satudara von mir verlangt. In guten wie in schlechten Zeiten werde ich mein Versprechen gegenüber meinen Brüdern respektieren und ihm nachkommen. Ich werde mit keinem Außenstehenden über interne Angelegenheiten sprechen, weil das den Interessen von Satudara schaden könnte. Wenn ich Satudara nicht mehr dienen kann, muss ich den Kontakt abbrechen und nie wieder ein Wort über Satudara verlieren, um keinen Schaden anzurichten und den Blutschwur zu wahren.
Ich, Mike, lasse das Blut fließen für meine Bruderschaft mit den Brüdern von Satudara. Hier, guck, sowas meine ich zum Beispiel, ne? Sowas gibt's in anderen Clubs nicht. Da siehst du halt, dass das diese indonesische Herkunft hat, ne? Satudara für immer Satudara, rufen sie ihren Treueschwur. Satudara tetap, tetap Satudara. Satudara tetap, tetap Satudara. Satudara tetap, tetap Satudara. Jetzt alle. Satudara tetap, tetap Satudara. Nach dem Blutschwur folgt der Aufnahmeritus für die Neumitglieder, die sogenannten Hangarounds, zur nächsten Stufe als Prospects. Ja, so ein Scheiß gibt's halt auch nicht in anderen Clubs, ne? Auch die Mucke, Alter. Da bist du, guck mal, mit den Trommeln und keine Ahnung was. Ich sag ja, bei denen ist es nochmal ein bisschen anders als woanders. Da kommen die Tribe-Feelings durch. Jetzt wisst ihr, was ich gemeint habe. Guck dir ihn mal an, Alter. Weißt du, wiegt 50 Kilo, eine Backpfeife und er ist K.O. Aber er schreit, als wäre er der Krasseste, weißt du. Der hat doch auch was gezogen vorher. Der hat auch was gezogen vorher. Ey, Onkel. Was sagst du eigentlich zu meinem neuen Mikrofon, Onkel? Ist gut oder ist nicht so gut? Eine wichtige Sache noch. Satudara ist nicht nur in den Niederlanden bekannt. Nein, die haben kein Blut getrunken. Die haben Alkohol oder so getrunken. Die haben irgendeinen Schnaps haben die, glaube ich, getrunken. Dänemark, Spanien, Indonesien, um nur einige zu nennen. Bald gehen wir nach Frankreich, Japan und Thailand. In het huis van een lid van motoclub Satudara zijn twee Kalashnikovs gevonden. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag. Nee, onkel, ich habe mir nicht das Road geholt. Ich habe mir das von Kingston, das HyperX Quadcast geholt. Das soll genauso gut sein wie das Road NT-USB. Op zaterdag toen de politie een inval deed in Tilburg. Dat meldt het Openbaar Ministerie. In het huis waar de Kalashnikovs werden gevonden, ontdekte de politie onder meer ook nog een behoorlijke hoeveelheid munitie en een scherpschuttersvizier. De politie viel het huis binnen omdat er informatie was dat er vuurwapens aanwezig waren. Ja, ja, das ist hier der Start für meine ASMR-Karriere. Wir haben ja festgestellt, dass man damit gut Kohle macht. Und demnächst gibt's erstmal ASMR. Überall Polizei. Das ist jetzt ein anderer Club, sag ich mal. Ach, dahinter sind die Bandidos. Das war der größte Club in Holland. Heute nicht mehr. Artan, nee, ich habe die Transformation heute nicht angefangen, weil man muss mit Atemschutzmaske trainieren. Ich bin froh, wenn ich einkaufen fertig bin mit Atemschutzmaske. Ich kann mit der Scheiße nicht trainieren, Alter, auf gar keinen Fall. Und links die Hells Angels, dort hinten bei den Türstehern.
Aber das ist hier öffentliches Gelände. Wir können uns aufhalten, wo wir wollen. Betrachten Sie das nicht als Provokation? Keine Ahnung. Aber wir tun ja nichts. Sie denken, sie können über alles bestimmen. Wirklich. Wie geil ist das auch? Betrachten die das nicht als Provokation? Nö, weiß ich nicht. Wir tun doch nichts, wir stehen doch nur hier. Natürlich ist das eine Provokation. Warum sagt er das denn nicht offen? Er redet doch sonst über alles so offen. Guck mal, in Oberhausen, ne? Ähnliche Situation, als ich da war. Alter, wie heißt denn Oberhausen? Kennt sich einer von euch in Oberhausen aus? Wie heißt nochmal in Oberhausen die scheiß Puffmeile? Diese Puffstraße. Ich hab den Namen vergessen. Auf jeden Fall, wir waren auch in Oberhausen, standen so wie die Jungs hier gerade standen. Und da war das dann mit dem BMW, das werde ich nicht vergessen. Ein schwarzer BMW, rote Kennzeichen, der dann da auf uns geschossen hat. So wie die hier standen, standen wir auch. Und dann pat, 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 pat aus dem Auto raus. Ganz Deutschland weiß das. Aber jetzt sehen sie, dass wir hier sind und ihnen die Stirn bieten. Verstehst du? Deshalb haben wir so viele neue Anhänger. Und dann, wenn alle hier sind, alle Polizei, dann kommen wir herzlich. Ja, da drinnen drauf. Dann mit die Puff zo, dan gezegd ligt, spreken we jou, even kijken, gucken wie we dat vielleicht anlaufen. Also kunnen we den Laden nehmen? Loont zich der Laden? So. Nächste Problem ist, die. Nee, so wie er da steht, lohnt sich das nicht. Nein. Da kannst du Geld auf verbrennen. Aber die wollen ihn nicht abgeben. Wollen die nicht. Aber die brauchen nur Schutz. Aha. Die wollen hier nicht teilen. Ich war bis heute Morgen um drei, habe ich mit denen gequatscht. Ich habe 6-7 Mal die gleiche Scheiße. Boah, ja, Flashofstraße, das, ich glaube ja. Wir sind danach sind ja alle weggegangen, ne? Wir sind dann vor der Polizei abgehauen. Und, unser Auto, wir sind dann mit Auto abgehauen, zurück. Unser Auto ist versehentlich dann noch durch die Flashofstraße abgehauen. Ey, und auf dem Rückweg quasi, wir wollen ja nach Dortmund. Wir dachten aber, wir fahren mal durch die Flashofstraße, vielleicht sehen wir da jemanden von uns. Und dann fahren wir durch die Flashofstraße, Alter, und dann sehen wir, dass sich dort die ganzen Hells Angels sammeln. Ja, das heißt, wir sind 5 Mann und da sind irgendwie, keine Ahnung, 50 Hells Angels oder so. Da dachte ich auch, Junge, ey, wir sind im falschen Film. Ich sag, Alter, gib mal Gas, knall mal durch hier. Sonst endet das hier gleich böse, Alter. 5 gegen 50 ist nicht so eine Zahl, die ich, ne, ohne irgendwie eine Schafe oder so. Das erzählt. Dann sind wir immer schwul ausgewichen. Aber können wir den Laden nicht übernehmen? Und ich bleib da dran, ich guck. Der Laden, der ist, ja, dann tun wir ein bisschen was machen. Wenn man da war, da muss ein bisschen was gemacht werden, weil da drin, das stinkt da, da sind keine Weiber, das ist eine Rotzhöhle, ist das. Das ist eine richtige Stinke. Die Mädchen, die machen die, machen die Leute, die kommen für die Mädchen. Ja, und das ist kein Problem. Du kannst einen Bauwagen haben. Wenn du gute Weiber hast, dann läuft das. War positiv. Zu guter Letzt enthielten die Blutflecken auf Herrn Merz' Händen die DNA des Opfers. Nun zu Ihnen, Herr Angeklagter. Sie haben das Recht, sich dazu... Oh, vielen Dank für das Prime-Abo. Miyamoto. Vielen Dank, Bro. ...zu äußern. Herr Richter, es wurden bei allen Verdächtigen Schmauchspuren gefunden. Im Auto waren Schmauchspuren, auf dem Beifahrersitz, überall. Alle hatten Schmauchspuren. Ich hatte mit 13 noch den geringsten Prozentsatz.
Außerdem hat die Polizei im Verhörvideo vom 5. August bestätigt, dass es sich dabei wahrscheinlich um eine Kontamination durch die Polizei selbst handelt. Aber das hat die Staatsanwältin nicht erwähnt. Und jetzt sitzt sie hier und verkündet mit eiskalter Miene, dass sie mich in Untersuchungshaft behalten will? Herr Richter, gibt es kein Recht mehr in diesem Land? Keine Gerechtigkeit? Ich habe nichts mit der ganzen Sache zu tun. Ich kenne diese Leute nicht. Ich habe sie nicht unter Druck gesetzt. Ich habe nichts damit zu tun. Und Satudarah wurde bei dem Notruf nicht einmal erwähnt. Alles Lüge. Das ist alles auf der DVD vom 5. August. Die Polizei hat es bestätigt. Der ganze Fall basiert auf Lügen. Das ist meine Aussage. Außerdem will ich mein Kind sehen. Ich will die Geburt meines Babys miterleben. Es wird Zeit, dieses... Ja, ich glaube, das ist ja. Das ist ja. Den erkenne ich an seinen gezupften Augenbrauen. Das Kasperle-Theater der Staatsanwältin zu beenden. Naja, es ist ja so, dass er sich ja äußern darf am Ende, ne? Manche wollen dann halt nochmal was zu sagen, andere sagen, nee, ich sag gar nichts. Oder mein Anwalt hat schon alles gesagt. Aber es ist zulässig, dass er kurz vor der Urteilsverkündung nochmal selber was dazu sagen kann, ne? Und hier, guck, das meine ich halt, ne? Da gibt's halt in keinem anderen Club, ne? So eine komischen Tänze und so. Das ist halt so typisch indonesischer Kram. Die mit diesen Rot, ne? Die da alle rot tragen hier. Wo ist denn das? Was ist denn das? Ach, komm gleich nochmal. Walla, Bro, du kannst tanzen, wie du magst, Alter. Ich stehe hinter dir. Hier, diese ganzen Jungs in Rot, ne? Das sind halt alles die Nationals und die Oberfuzzis. Dimitri, alles tutti, ja, und bei dir? Ne, guck, jetzt hat er auch sein Kapitan-Ding hier. Und er ist nur National geworden, glaube ich, ne? In Anführungszeichen nur. Ah, jetzt habe ich das schon wieder. Meine Fresse. Habt ihr gesehen, was da auf dem Arm steht? So, jetzt mal nochmal gucken. Ne, nur National steht da auf dem Arm drauf. Ich bin ein Blut. Ein Blut bin ich. Ich nehme dieses Amt an, bis in alle Ewigkeit. Hola. Ah, guck mal, die schneiden sich wirklich in die Hand, ne? Tita, Capicane, Satudara, das ist dein neuer Name. Capicane. Er ist Capicane, er ist hier was anderes. Ah, okay, das ist der National Sergeant at Arms. Der Les, ne, der, es gibt auch Peter und Les von den Banditos, die das Buch auch geschrieben haben. Der Les war zum Beispiel National Sergeant at Arms von den Banditos. Capicane, hier hatte das.
Ich habe keine Ahnung, was das heißt. In die Ecke da noch einen Mann stehen, ja, da? In die Ecke noch? Das vorige Problem ist, wir haben nun... Vor einer Woche haben wir mit 30 Mann Satudara Aachen aufgemacht und haben jetzt Probleme mit den Bandidos. Die fanden das nicht so lustig. Heute Abend werden wir uns mit ihnen treffen und ihnen sagen, was Sache ist. Wir können gehen, wohin wir wollen. Wir müssen niemanden um Erlaubnis fragen. Das werden wir... Ist er wieder drin? Ich dachte, der war draußen. Ihn heute Abend klar machen. Wir müssen ihn einfach deutlich machen. Aber wenn er drin ist, dann aber nur U-Haft, ne? Ach genau, hier komm. Ach, hier. Wisst ihr, wer er hier ist? Der Schipke. Er ist, Erlaubnis fragen. Das werden wir ihn heute Abend klar machen. Wir müssen ihn einfach deutlich machen. Ihn kenne ich auch. Ey, hier war Prospect, kam dann in den Knast, ist jetzt wieder draußen, aber ich glaube, der ist nicht mehr mit dabei. Ihn kenne ich nicht. Das ist der Probationary, guck mal, das wissen nämlich viele auch nicht. Nachdem du Prospect bist, kriegst du nicht sofort hier dein Germany-Patch hinten. Wenn du Prospect bist und aufgepatcht wirst, dein Full-Color kriegst, dann bist du erstmal noch ein halbes Jahr bis Jahr lang Probationary. Und erst wenn du diese Zeit, also du bist quasi Member auf Probe, ja? Erst bist du Prospect, danach bist du hier Member auf Probe. Und erst wenn du die Zeit auch überstanden hast, kriegst du hier dein Germany-Patch. Ja, also er hier ist noch kein vollwertiger Vollmember, ja. Er ist quasi nur Vollmember auf Probe. Das wissen auch viele nicht. Drückt zusammen, holt noch einen Stuhl. Guten Abend. Ich soll mich vorstellen, in Wien. Warte mal kurz. Ich glaube, bei den Hells Angels gibt's das nicht. Dieses Probationary. Ich glaube, bei den Hells Angels bist du direkt Full Member. Mima, ich bin National, Gründer von Satudara. Hier ist Ola. Also nachdem du Prospect warst, meine ich, ne? Aber ich glaube, die haben kein Probationary. National, das ist in die Offiziere von Duisburg und das sind die Offiziere von Recklinghausen. Wie sehen Sie? Ich bin Fernando Fitte, Präsident von Bandidos Rio. Unser Präsident ist da, der Präsident von uns im Knast. Ja? Das Thema Aachen. Wenn jetzt ein neuer Club für Satudara kommt, haben wir gesagt, okay, wir würden uns freuen, das ist an der Grenze von Holland, das würde passen, kein Problem. Aber das ist genauso, wenn wir jetzt nach Holland kommen, dann klopft Bandidos erstmal an der Tür von Satudara und sagt, hier sind wir. Und genau das wollten wir auch nur handhaben. Dieses an der Tür klopfen, was er hier sagt, ne? Das ist dieselbe Thematik, hatte ich mit den Bandidos damals, als ich dann... United Tribunes Bochum aufgemacht habe. Da habe ich dann auch Anrufe von dem Presi von Bochum bekommen, von den Banditos. So von wegen, ey, aber nicht so wie er das hier sagt, ne? Sondern die haben so von oben herab mit uns geredet. Und deswegen gab es dann einigen Streit mit den Bochumer Banditos. Die alle anderen Banditos, mit denen hatten wir gar keinen Streit. Ganz im Gegenteil, mit denen aus Dortmund zum Beispiel, da war das so, dass dann gesagt wurde, zum Beispiel Metropol, haben auch bosnische Member in ihren Reihen und die haben gesagt, nö, mach was du willst, Dennis, ist okay. Wenn du bist Dingens, Tribuns ist ein bosnischer Club, ich bin Bosnier, mein Presi ist Bosnier, wir haben kein Problem damit. Nur die Bochumer hatten damals zu kacken, so weißt du. So, bei uns meint er dann so von wegen, ja, ihr müsst zu uns in den Clubhaus kommen, euch vorstellen und dies und jenes, ne? Ich habe gesagt, wir müssen Scheißdreck, Alter. Wenn du möchtest, dass wir uns treffen, dann treffen wir uns auf neutralem Boden, aber wir kommen nicht wie Hunde zu eurem Clubhaus, ne? Ich habe das verboten, dass das so gemacht wird. Und ja, daraufhin gab's dann voll das lächerliche Hin und Her mit, aber das muss ich alles nochmal in der Hood-Story erzählen. Da wurde dann ein Bandito-NRW-Meeting gemacht, wo sie dann über uns geredet haben und so. Und ständig hieß es dann, die würden uns suchen, dabei wissen die ganz genau, wo wir sind, oder die hatten auch meine Telefonnummer.
Aber die sind dann immer erst dahin gekommen, wenn die schon wussten, dass wir weg waren und lauter solche Filme. Also da haben sich die Bochumer richtig lächerlich gemacht. Ich bin nicht übergangen werden. Fernando, du hast am Telefon gedroht. Nein, ich hab nicht gedroht. Hast Nochmal. Du nicht gedroht? Nein. Nein. Hab's ja dann gesagt, ich bin keine Rechenschaft schuldig. Ich habe zu ihm gesagt, dann bin ich dir ab jetzt auch keine Rechenschaft mehr schuldig. Wenn du jetzt das Atom aussiehst, was ich gesagt habe, dann hat er mir zehnmal mehr gedroht. Ich habe auch über Krieg gesprochen über Telefon. Was für Krieg? Ich frag dich das. Nein. Aber das wird gesagt, dass über Krieg gesprochen wird. Es wird nicht über Krieg gesprochen, es wird nicht über was weiß ich, Morde oder irgendwas gesprochen, gar nicht. Überleg dir das nochmal ganz gut, was du jetzt gerade gesagt hast. Weil das ist wieder gut. Weil als du gesagt hast, ey, wenn ihr dann Aachen macht, dann müsst ihr mich fragen. Müsst ihr uns fragen. Hab ich nicht gesagt. Hast du zu mir gesagt? Das hast du zu mir gesagt. Dann hab ich doch zu dir gesagt, ey, guck mal, überleg dir das gut. Vorher reden, miteinander reden ist was anderes, aber wenn wir aufmachen, machen wir auf. Da fragen wir niemanden. Hab ich das nicht gemacht, Mann? Hab ich danach? Das ist nämlich immer diese Sache. Genau dieselbe Thematik hatten wir auch damals mit denen. Wo es dann darum geht, habt ihr denn gefragt oder sonst wie was, ne? Und die Sache ist immer, ein anderer Club fragt nicht, ob er aufmacht. Er sagt, wenn überhaupt, sagt er aus Respekt, hör mal, wir machen auf. Aber das ist wir setzen dich zur Kenntnis und nicht, wir fragen dich um Erlaubnis, ne? Das ist gerade das, hier will gerade niemand sein Gesicht verlieren, versteht ihr? So, Satudara sagt, wir brauchen nicht fragen, wir sind selber ein großer 1%-Club. Und Banditos sagt so von wegen, ja, aber ihr hättet wenigstens Bescheid sagen sollen. Würden wir auch machen, wenn wir bei euch wären. Ne, und hier will gerade niemand nachgeben und hier will gerade niemand so sein Gesicht verlieren. Diese Thematiken gibt es immer. Das ist, solange wie es Rocker schon gibt und Rocker-Clubs, gibt es diese Gespräche an Tischen, wenn ein neuer Club in deiner Stadt aufmacht. Ich hab nicht gesagt. Wir müssten jemanden fragen, aber es wäre super gewesen, wenn man uns Bescheid sagt. Hab ich nicht danach genau, aber das ist mir genau so. Aber das sind genau die Sachen, die jetzt am Tisch sind. Das ist klar. Richtig peinlich, setzen sich an den Tisch, schreien sich an und fühlen sich cool wegen ihren Kutten. Ja, New Level TV. Besser die machen so, ne? Besser die machen so und reden darüber, als dass sie sich blindlings über den Haufen schießen. Weil das wäre die Alternative. Und dass sie das auch machen, dass sie da nicht nur reden, das hat, glaube ich, jeder von denen bewiesen. Schon, ne? Also, weiß ich nicht, finde ich deine Aussage da ein bisschen falsch an der Stelle. Guck mal, ich sag ein Ding, guck, ich will ganz kurz sein, ne? Bei dieser, ich wollte sagen, alle Leute von Banditos, wir machen Aachen offen, okay? Okay, das haben wir schon verstanden. Ja, ihr könnt aber, er ist aber halt auch nicht der Präsi, ne? Das ist Nummer 1. Und ich schwöre euch bei Gott, wenn dort jemand anders gesessen hätte an seiner Stelle, ein erfahrenerer Mann, dann wäre das Gespräch auch anders verlaufen. Hier sieht es so aus, als wenn die Banditos in dem Gespräch mehr oder weniger den Kürzeren gezogen haben. Aber jetzt muss man auch mal fairerweise sagen und die Banditos hier an der Stelle auch ein bisschen in Schutz nehmen. Da drüben auf der anderen Seite sitzt ein National, ja, ein National von den Satudara. Das heißt, ein Mann, der Erfahrung hat im Club. Ihr seht, wie cool der National von Satudara bleibt. Er ist ganz entspannt, er redet nicht aufgeregt. Das hier ist ein junger Typ, er ist nur Vize. Wenn er überhaupt Vize ist, muss gerade den Club leiten, weil sein eigentlicher Präsi im Knast ist. Ich finde, Banditos haben an dieser Stelle den Fehler gemacht und die falschen Leute dahin geschickt. Also ich kenne durchaus Präsis von den Banditos, wo das Gespräch anders verlaufen wäre. Ne? Das muss man einfach mal an fairerweise sagen. So. Weil hier sitzt kein National von den Banditen. Und ich kenne auch Banditen, die bei dem Rumgeschrei, was da passiert ist, wären da auf jeden Fall auch schon eventuell die Fäuste geflogen. Ne, das muss man auch mal ganz klar sagen. Die haben schon Jungs, die sich das nicht so gefallen lassen, dass es überhaupt so laut wird.
Oder dass die überhaupt so einen auf dicke Hose machen könnt. Ja. So, warte mal, jetzt muss ich mal hier ein bisschen den Chat lesen, bevor es weitergeht. Mir kommt das so vor, als ob die Banditen eingeschüchtert sind. Hast du dir mal das Interview von mir? Ja, habe ich. Schön gesagt, aber das checken die ganzen Kinder hier nicht. Düren gab es auch zu dem Zeitpunkt nicht so lang, oder? Die Satodara sind schon ziemlich frech da. Ja, die hätten sie keinen 30-Jährigen hinschicken dürfen. Irgendein 50-Jähriger Nomad hätte eine ganz andere Lebenserfahrung gehabt. So sieht es aus. Ne? Also ich kenne durchaus Leute, die hätten an dem Verhandlungstisch auf jeden Fall eine bessere Figur gemacht. Okay, lass das sein. Können wir noch zwei, drei Stunden überreden. Das ist mindestens, ja, auch zwei Wochen. Auch dass hier Satodara bestimmt, wann ein Thema abgehakt ist und wann ein Thema nicht abgehakt ist, ne? Die lassen sich hier, also das ist auch so eine Sache, ne? Satodara sind quasi die Leute, die gerade bestimmen, wie das Gespräch so verlaufen hat. Lass das sein, ja. Jetzt ist so, wir haben Aken offen gemacht und wir wollen gerne zusammen sprechen. Und von unserer Seite soll geen Scheiße gebaut werden. Dass so ein Ding gefilmt wird, ist echt krass. Das habe ich, also das, aber ist ja auch eine einmalige Sache. Sowas ist ja danach und davor ist das ja nie wieder passiert. Also das war ja echt eine einmalige Geschichte, dass da gefilmt wurde. Und dass sie dann, während die Kamera da ist, nicht über große Sachen reden können, ist ja auch klar. Soweit ich aber weiß, wurden... das Kamerateam wurde auch irgendwann rausgeschickt, ne? Also das war jetzt nicht alles, ne? Das Kamerateam durfte am Anfang dabei sein, die wurden aber irgendwann rausgeschickt und dann hat man auch ohne Kamera nochmal gesprochen. Kräfte der Polizei haben am frühen Dienstagmorgen das Duisburger Vereinsheim des Motorradclubs Satodara sowie Wohnungen von Mitgliedern der Bande in Duisburg und den Niederlanden durchsucht. In der Wohnung des Satodara-Präsidenten Ali Osman fanden die Einsatzkräfte ein Sturmgewehr Typ AK-47. Er und der ehemalige Vizepräsident wurden festgenommen. Wir haben unseren Präsidenten verhaftet, ne? Ja, und da kann ich dazu nicht sagen, ne? Ja. Danach hätte er nicht mehr so über seinen Präsidenten geredet. Guck mal, wie harmlos er hier aussieht, ne? Ach genau, hier ist es. Er hat 6 Monate geschwiegen und dann hier lebensgefährliche Erkrankung meines Sohnes. Das ist ja das, was ich erzählt hatte. Der hatte irgendwas von seinem Kind erzählt und hat das als Ausrede genommen oder als Begründung, dass er dann halt jetzt aussagt. Der hat ordentlich ausgepackt, ja. Sagt er auch, dies hat mich dazu gewogen, mein Schweigen zu brechen. Fallakte 43, das ist die Sache mit den zwei Maschinenpistolen. Wer ist denn da auf die Idee gekommen, die Waffen dazu besorgen?
Christian ja. Was hat denn der für eine Funktion? Arne, dieser verdammte marokkanische Hurensohn. Er hat ihnen alles erzählt, um Strafminderung zu bekommen. In Deutschland geht das, wegen Artikel 31. Wenn du jemanden verrätst, bekommst du Strafminderung. Ali hätte 20 Jahre gekriegt. Aber durch das Zeugenschutzprogramm waren es nur noch 6,5. Und weil er außerdem einen Drogenentzug macht, halbiert sich das Ganze nochmal. Und er kommt nächstes Jahr wieder frei. Das ist das Problem im Ausland. Du kennst die Leute nicht. Wenn du hier in den Niederlanden jemanden nicht kennst, fragst du einen Nachbarn oder Freund. Wer ist das? Wenn bei uns jemand beitreten will, muss jemand für ihn bürgen. Aber in Deutschland nicht. Ja, das ist, das gilt halt für deren Club da jetzt, ne? Weil die das Problem haben, dass die, dass es in Deutschland die halt nicht gibt. Bei den Banditos ist es ja ähnlich, habe ich ja schon mal erklärt. Da muss auch jemand für dich bürgen, ne? Beziehungsweise jemand die Verantwortung mehr oder weniger für dich übernehmen. Der sogenannte Pate, ne? So wird das dann genannt. Das heißt, jeder Prospect kriegt einen Full Member an die Hand, der für ihn dann bürgt und ihm die Sachen erklärt und was er zu tun hat, was er zu lassen hat, wie er sich zu benehmen hat und so, ne? Da ist dann halt immer ein Full Member verantwortlich für. Christian Jahn war ein V-Mann? Ja, das hat er gleich zu Beginn seiner Aussage gesagt. Das Gericht. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Alle vier Angeklagten stehen unter Verdacht, an der Lieferung automatischer Waffen und ihrer Ausführung nach Deutschland im Februar und März 2013 beteiligt gewesen zu sein. Darüber hinaus wird Herrn Buhr Geldwäsche vorgeworfen, da er mehr... Ich weiß nicht genau, wie das bei den 81ern läuft, aber ich kann dir sagen, dass jeder große MC, jeder große 1%er-Club auf jeden Fall einen Background-Check von dir macht. Also du kommst nicht einfach so in den Club, auch nicht als Prospect. So, man will schon wissen, wer du bist. Man erkundigt sich nach dir, was du für einer bist, ob du schon mal irgendwo aufgefallen warst, ob man dich kennt von der Arbeit, von der Tür, von irgendwoher. So, wenn man nie was von dir gehört hat, wenn man dich kein Stück kennt, dann kommst du auch nicht in den Club. Er Geld ausgegeben, als rechtmäßig eingenommen hat. Meiner Mutter ging es sehr schlecht. Ich habe vier Anträge auf Haftaussetzung gestellt, aber alle vier wurden abgewiesen. Am Sonntag ist meine Mutter dann gestorben und am Montag ließen sie mich gehen. Sie haben mir wohl nicht geglaubt, dass sie krank war. Ich hatte 2 Wochen Hafturlaub und morgen muss ich wieder zurück ins Gefängnis. Ein Foto von meiner Mutter und eins von meinen Kindern. Ah, als er im Knast war, ist seine Mutter gestorben. Das ist natürlich auch bitter. Nimmst du die mit? Ja, und ein paar molukische Bücher. Ich lese viel. Uitu ist eine alte Sprache von den Molukken, die Sprache meines Vaters. Ich werde dort ja genügend Zeit haben, sie zu lernen. Was soll ich sonst den ganzen Tag tun, außer fernzusehen? Ich werde da drin einfach mein Ding machen. Mit meiner Mutter habe ich meinen Frieden gemacht. Ich habe ihren letzten Atemzug verpasst. Der Club bedeutet mir alles, aber wegen ihm konnte ich nicht bei ihr sein. Ich will jetzt nicht kürzer treten oder so, aber in Zukunft werde ich zuerst nachdenken. Ich bin immer sehr impulsiv bei allem, was ich tue. Das möchte ich ändern. Um ehrlich zu sein... Ja. Diese Sache hat mich... Guck mal, und er sagt, er ist von sich impulsiv, ne? Obwohl er der Ruhigste war vorhin. Sehr berührt. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es mir besser überlegen.
Olla wurde wegen Waffenschmuggels nach Deutschland zu 4 Jahren Haft verurteilt. Er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Alis Aussagen sind Hauptbeweise im Verfahren gegen Olla. Auf der Grundlage dieser Beweise verboten die deutschen Behörden den Club 2015. Christian Jahn war ein deutscher V-Mann. Seine Zeugenaussagen sind ebenfalls Teil der Beweisführung gegen Olla. Mima wurde vom Vorwurf des Waffenhandels freigesprochen. Die Anklage wegen Erpressung, Einschüchterung, Geldwäsche und Entführung bleibt jedoch nach wie vor bestehen. Barend wurde wegen Erpressung zu 4 Jahren Haft verurteilt. Er hat Berufung eingelegt. Jeck wurde zu Unrecht aus dem Club geworfen. Er kehrte zurück und wurde Präsident einer neuen Ortsgruppe. Angelo, Mima, Xantera und Olla sind die neuen Anführer des Satudara MC World. Tja, was sagt uns das? Am Ende trifft es jeden. So. Fast jeder von denen hat irgendeine Strafe abbekommen. Aber ja, so ist es. So ist das Leben. Und so funktioniert es. Wenn du im Club bist, dann musst du damit rechnen, dass sowas passieren kann. Dass die Leute aber auch ein Stück weit sich das nicht immer so komplett aussuchen, mit auf eine kriminelle Schiene zu gehen, ne? Ist halt auch immer die Sache. Ich meine, klar, die suchen sich das aus, aber man überlegt sich ja nicht von jetzt auf gleich, oh, ich werde jetzt kriminell, ne? Das hat ja irgendwelche Gründe und Ursachen, warum man sowas macht, ne? Das ist ja meistens dann, wenn man sich anders nicht zu helfen weiß. Ne? Armut, keine Kohle haben, Rechnungen bezahlen müssen, dann ja einfach Perspektivlosigkeit, ne? Perspektivlosigkeit und dann machst du halt Sachen, wo du meinst, das geht schon gut, um an Kohle zu kommen und dann ja, funktioniert es doch nicht und du landest im Bau. Get rich or die trying, ne? Wie man so schön sagt. Ja. Coole Doku auf jeden Fall. Also ich glaube, eine der besten Dokus über Motorradclubs generell. Muss man einfach mal so sagen.